Hallo zusammen, Kurzschluss zum vierten. Wer die Videos noch nicht gesehen hat, der kann sie hier anschauen. Und zwar habe ich hier Kurzschluss produziert. Ich habe hier einen Wechselrichter angeschlossen, ohne Sicherung, auf 2x25 Quadratkabel, also 50 Quadratkabel, auch hier keine Sicherung. Und hier dazwischen habe ich so eine Kontrolllampe, das ist eine Autolampe, die hier direkt auf Plus Minus angeschlossen ist. Da seht ihr, ob es funktioniert oder ob ich noch Spannung habe. Und ich habe jetzt hier eine Brücke, das sind 2x10 Quadratkabel. Und hier habe ich zwei Sicherungen dazwischen. Das sind zwei solche 80 Ampere Sicherungen. Ja, die Beleuchtung ist ja schlecht. Ich weiß. Meine Filme haben Potenzial gegen oben. Hier habe ich zwei solche Sicherungen. Also 160 Ampere. Die Spitzenlast, die ich hier rausziehen kann, aus dieser Batterie, sind 150 Ampere. Wenn ich hier einen Kurzschluss mache, sehen wir, was passiert, ob ich jetzt hier die Sicherung kaputt mache, ohne Halterung, einfach offen, oder ob mir das BMS abschaltet. Achtung, und fertig, und tack. Sicherung wurde ein bisschen warm und dann hat uns das BMS abgeschaltet. Also 160 Ampere im Kurzschluss schaltet das BMS aus. Hier wieder zum Strom produzieren, muss ich hier kurz lösen und wieder anschließen. Halleluja nicht vergessen zu singen oder sonst irgendwas. Und auch hier der Wechselrichter, den kann ich hier einschalten. Ich schalte hier aus. Nee, aus war so. Dann blendet es euch weniger. Und ich kann hier den Föhn. Die Leute, die sagen, ich soll nicht immer so einen lauten Föhn nehmen. Ja, ihr seht ja nicht, ob der warm wird. Aber ihr hört es wenigstens. Das ist 1000 Watt, die er jetzt auf der halben Leistung bringt. Kurzfristig auch mal mehr. Aber das geht dann langfristig nicht mehr. Jetzt interessiert euch sicher, was passiert, wenn ich hier nur die 80 Ampere Sicherung reinmache. Die alten Videos verlinke ich euch hier. Und das mit der 80 Ampere Sicherung im Kurzschluss mache ich euch hier. Ich wünsche euch bis morgen. Und dann gibt es wieder ein Kurzschlussvideo von mir.